Wunderschönen guten Mittag, liebe Freunde der lyrischen Kunst. Für euch alle, Nummer 601. Genauso sieht's aus. Und nachdem ich euch ja gestern so bombardiert habe mit Gedichten, Einspielungen, verschiedenen Orten, Videos und dazu noch Rätselaufgaben. Anmerkung der Redaktion, die Gewinnerinnen bzw. Gewinner, die werden also natürlich einzeln dann informiert und kontaktiert. So gibt es keinen Stress mit den verschiedenen Silvesterterminen. Geht es heute, versprochen, ruhiger weiter, heute an diesem Donnerstag, dem 9. Dezember 2021. Und zwar ruhiger weiter mit der Winterreise von Wilhelm Müller. Und zwar mit dem 17. Gedicht, das überschrieben ist, merkwürdigerweise mit Das Wirtshaus. Auf einen Totenacker hat mich mein Weg gebracht. Allhier will ich einkehren, hab ich bei mir gedacht. Ihr grünen Totenkränze könnt wohl die Zeichen sein, die müde Wanderer laden ins kühle Wirtshaus ein. Sind denn in diesem Hause die Kammern all besetzt? Bin matt zum Niedersinken und tödlich schwer verletzt. O unbarmherzige Schenke, doch weisest du mich ab? Nun weiter denn, nur weiter, mein treuer Wanderstab. Da hat er also noch gerade so die Kurve bekommen. Der gute Wilhelm Müller, wahrscheinlich wieder in Erinnerung seiner unglücklichen Liebe damals in Brüssel, am Anfang seines Liebeslebens wahrscheinlich. Und er hat sich doch nicht hingelegt. Das ist ja auch gut so, denn das geht ja auch weiter hier noch mit seinen Gedichten in der Winterreise. Und die gibt's dann morgen. Und heute ist der Tag natürlich so trübe und komisch und nass und mal wieder nicht nass und kalt und wieder nicht wirklich kalt, dass ich auch den Weihnachtsstern, den Herrnhuterstern angelassen habe, dass draußen, dass er scheint gegen oder erstrahlt gegen dieses etwas betrübliche Wetter. Also wenn ihr könnt, bleibt drin heute. Ansonsten ist der Donnerstag ja so ein richtig mieser Arbeitstag, so voll und ganz. Aber das übersteht ihr auch. Und die, die drin bleiben können, bleiben eben drin. Haltet durch. Bis morgen.